stories, I'm a fool for your love. Hallo Leute, ich spiele jetzt Anno 1800 die Kampagne weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
Gut gemacht. Es liegen noch so viele Abenteuer vor uns. Was führt sie zu uns? Könnte schlimmer sein. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft.
Nicht alle unsere Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Du gibst mir das Vertrauen zurück. Bright Sands wird unserer Familie noch von großem Nutzen sein. Du wirst schon sehen. Thank you.
Die Waren stapeln sich hier. Thank you.
Hätte mich dein Vater nur gelassen, wir hätten all das gemeinsam aufbauen können. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders. Die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Auch
wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Schönen Tag auch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht.
Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Ich hab meine Familie bei mir. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Diese Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Thank you.
Captain? Wir werden beobachtet. Das bedeutet uns viel. Immer, wenn ich nachdenke, werde ich irgend... Bitte.
Das Lager ist voll. Wie geht's? Ein kleines Dankeschön für dich.
Flammen sind außer Kontrolle. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Helfen Sie mir, die Last des Kaiserhauses zu stemmen? Es geht nichts über den Versuch.
Schäfchen im Garten. Wer weiß das nicht? Was führt sie zu uns? Sammelt man am besten vor Sonnenuntergang. Wo bleibt mein Segeltuch? Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Ist es unhöflich? Bringen Sie frohe Kunde? Wie süßer Regen nach langer Dürre. Thank you.
gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit. Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Die Ernte fährt ein. Die Seeleute sagen, ich wäre ein Schicksalsvogel wie der Albatros. Manche... Tot oder lebendig? Mir diese Sünder zu überantworten, macht sie noch lange nicht zum Engel. Ich weiß alles über ihre Familie. Endlich nimmst du Vernunft an. Ich vermute, ich muss dann wohl Sir Archibald davon berichten, dass du deinen Verpflichtungen nachgekommen bist. Schuldenfrei? Genau das, was ich hören wollte. Hier, ein prächtiges Patent zu Ihrer Verfügung. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Ich wünsche mir Einigkeit in Harmonie. Wir stehen dicht zusammen, wie Bambus am Fluss. Du wirst bald feststellen, dass Prinzessin Xing die faszinierendsten Geschichten erzählen kann. So mutig und so viele Leben gerettet. Über Wasser groß wie ihr Kopf. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Dem nichts.
Menschen lassen sie hochleben. Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wir kümmern uns hier um alles. Wenn du sie nicht brauchst, ich sie dir dann. Hehe, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Lohnen unsere Hand. Inspektion. Thank you.
Suchst du Streit? Uns fehlt ein wichtiges Gut, das auf dieser Insel nicht hergestellt werden kann. Du musst einen Weg finden, es zu importieren.
habe gerade ein Gedicht verfasst. Wäre es unangemessen, Sie um Ihre aufrichtige Meinung dazu zu bitten? Ich kämme und grübele den lieben langen Tag hindurch. Ein funkelndes Juwel der Krone. Meine Schiffe durchkämmen die Weltmeer. Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk.
Genug Süßwassermatrosen versenkt für heute. Dein vornehmes Getue habe ich schon lange abgelegt. Oh ja, ja, nimm mich. Wir erkunden zusammen ferne Länder, singen Lieder und trocknen Blumen. So ein Zufall, ich bin selbst gerade erst zurückgekommen. Jupiter, ich grüße dich. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfst. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Hey, alles hier wartet auf deine Rückkehr.
bist uns allen ein Vorbild. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Hast du mich erschreckt? Mein Talent färbt schon etwas ab. Dann könntest du mir was verkaufen und ich... Das wird ein Riesengeschäft für dich, wirst sehen. Du bist uns allen ein Vorbild.
Gemeinsam sind wir so viel stärker. Sei nicht so förmlich. Natürlich nehme ich an. Das hast du dir mehr als verdient. Bente ist auch mir eine wunderbare Freundin geworden. Hey, ich hab sie zuerst gesehen. Schau mal, ich sortiere gerade Manschettenknöpfe. Ich habe 12 silberne und 5 goldene. Ein goldener fehlt. Wo ist der nur hingekommen? Kann das so gedruckt werden? Hoch erfreut, sie kennenzulernen. Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Ich danke. Ich verneige mich in Demut. Ich wusste nicht, dass es so gut um ihr Reich bestellt ist. Thank you.
Wir werden beobachtet. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kumpels. Zu Hause warten eh nur hungrige Mäuler auf mich. Fehlen die Rohstoffe. Stapel gelaufen.
Schiff vom Stapel gelaufen. Gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Mit einem Kaffee. Sie spielen schon seit 2 Stunden.
Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Von mir aus freigegeben. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Natürlich. Am Ende sind Sie unser wichtigster Leser. Von mir werden Sie keinen Mucks hören. War das jetzt... Sie haben an Einfluss gewonnen. Sollte ich mit dieser Reise beauftragt werden, so werde ich Ihnen meine Geschichte in groben Zügen skizzieren.
kleines Dankeschön für dich. Schwingt die Fahne der Freiheit! Was führt sie zu uns? Die Lager sind voll. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt.
Alles in Ordnung soweit. Thank you.
Steuermann! Steuermann! Mein Leben ist mein Gefängnis. Wenn man denen nur den kleinen Finger reicht. Jetzt haben wir sogar Einzelzellen. Schiff unter Beschuss. Ah, so viele Lungen voller Wasser. Ein Schiff wurde zerstört. Menschen lassen sie hochleben. Thank you.
Dies ist der weite Ozean, weit entfernt von allem, was mir vertraut ist. Sind wir als Drache und Phönix glücklich vereint. Einsatzbereit! Sind unterwegs. Ach, sie sind viel zu gut zu uns. Schoner steht bereit. Thank you.
Zur Stelle. Koordinaten gesetzt. Da steckt es ja. Hab den Kahn schon überall gesucht. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Stapel gelaufen. Schoner steht bereit. Hallo, alte Socke. Schau mal, ich sortiere gerade Manschettenknöpfe. Ich habe 12 silberne und 5 goldene. Ein goldener fehlt. Wo ist der nur hingekommen? Thank you.
Unser guter Handel ist nicht verhandelbar. Neue Befehle? Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Ah, kein Grund, sich zu schämen. Jeder braucht mal Hilfe. Du bist zu freundlich. Die Waffenruhe wurde beendet. Wir wären dann soweit. Haben Sie es. Blutrot auf Weiß. Thank you.
Die Waffenruhe wurde beendet. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das hast du dir mehr als verdient. Weiß, wohin der Weg dich führt. Du bist so hilfsbereit.
Tag auch. Das geht von Rand wesentlich besser. Inspektion. Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Sie kommen ganz leicht davon.
Kann das so gedruckt werden? Rücken Sie endlich damit heraus. Zurück auf dem Pfad der Tugend. Ein Schlag ins Wasser. Was soll's? Ich schätze, so kann man es auch formulieren. Das bedeutet uns viel. Wir kümmern uns hier um alles. Achtung, der Boss. Nach Gülle stinkt oder nach Schmiere, was macht das schon für einen Unterschied, solange ordentlich bezahlt wird? Thank you.
Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Nichts ist leicht, oder? Euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Wir helfen, wo wir können. Zur Stelle.
Einsatzbereit. Läuft das Fließband schneller als sonst? Steuermann! Sind unterwegs. Hoffen wir, dass es heute nicht brüllt. Segel setzen! Es wurde auch Zeit. Mal wieder festen Boden unter den Füßen. Ganz gut. Wir helfen, wo wir können. Ihre Ankunft zu ehren, habe ich Weihrauch entzündet. Shona steht bereit. Schiff unter Beschuss. Koordinaten gesetzt. Wir geben unser Bestes. Ein Schiff wurde zerstört.
Ruder übernehmen. Schiff vom Stapel gelaufen. Einsatzbereit. Neue Befehle? Schiff vom Stapel gelaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. War ziemlich lang jetzt. Ich bin noch ein bisschen platt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Also, bis dann. Ciao.